Grossen Open-Air-Veranstalter haben umworben, Worb hat ihn bekommen. Die schwarze Legende alias Johnny Cash. Unumstritten war der 65-jährige Superstar der absolute Höhepunkt des 9. Country Festival zu Worb, der Daniel Ritz. Kirchgemeindehaus Worb, Freitagmittag. Draussen steht eine imposante Karosse, das Chrom auf Hochglanz poliert. Noch viel eindrücklicher ist aber der Gast, der drinnen im Saal aus seinem Leben erzählt. Ihm mich jetzt Musik machen und nach über 40 Jahren noch immer viel Spass. And that's the way it was when I was on Sun Records and working with Elvis Presley and Carl Perkins. Als ich in den 50er Jahren mit Elvis Presley und Roy Orbison zusammen Platten aufgenommen habe, haben wir das zum Vergnügen gemacht. Wir haben nicht über unsere Karriere nachgedacht, wir haben einfach gemacht, was uns recht dünkt hat, und das versuche ich auch noch heute so zu machen. We did what we felt right at the time doing. And that's what I'm still trying to do. Samstagabend, kurz vor dem Konzert. Worb scheint plötzlich ein paar tausend Kilometer weiter westlich zu liegen. Der Duft von grossen, weiten Welt weit durch das Gelände des Country Festival. Die Vorfreude ist gross. Johnny Cash, das ist einer der grössten wieder Dinge. Willie Nelson, einfach die Highwayman. Die habe ich zu Zürich auch gesagt, dass sie einfach der Altkern des Country ist, das für mich. Nostalgie. Schwarze Legende ist immer gut. Den Johnny Cash kenne ich eigentlich nur aus einem Columbo-Film. Lässig, wie immer, nehmen wir an. Ich habe die Elbe vor 20 Jahren mal in der Festhalle gehört. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht mehr ganz so sein wie dann zumal. Oder ich bin seit 20, 30 Jahren Johnny Cash-Fan und kenne die alten Platten auch. Und die werde ich vielleicht wieder wiederholen. Vor den ersten Minuten an voll dabei. Bei vielen Songs singt man aus voller Kehle mit und weil der Platz knapp ist, tanzt man halt auf den Tischen rum. Der Johnny Cash war jetzt einfach eine Gelegenheit, um einfach nicht den Dörfussen zu lassen, weil in diesem Alter, der ist am 26. Februar 65 geworden, und dann kommt vielleicht überhaupt niemand nach Europa. Das Country Festival stehe im Übrigen auf finanziell gesunden Beinen. Der Fortbestand sei gesichert. Wir waren mit den Preisen normal, wir haben ihn übertrieben, über die Schnür gehauen. Wir haben eine sehr gute Organisation. Ich glaube, es hat uns geholfen, dass wir es noch ein paar Jahre machen können. Die schwarze Legende ist übrigens schon wieder auf dem Heimweg. Nach 6 Wochen auf Tournee hat sie ihn wieder nach Amerika gezogen. See you later. Okay. Bye bye.